Der WLAN-Repeater 1750E von AVM kann auch als LAN-Mesh-Repeater verwendet werden. Das heißt, er kann als WLAN-Access-Point fungieren und das Signal, das er über das LAN-Kabel bekommt, an WLAN-Geräte weitergeben. Diese Betriebsart hat den Vorteil, dass die WLAN-Geschwindigkeit durch das Verstärken nicht halbiert wird. Damit das Ganze klappt, müsst ihr sehr genau dieser Anleitung folgen. Als erstes setzen wir den Repeater in den Werkszustand. Dazu warte ich, bis der Repeater vollständig hochgefahren ist und drücke dann 15 Sekunden lang die WPS-Taste. Wenn alle Lämpchen kurz gleichzeitig aufleuchten, beginnt das Zurücksetzen. Jetzt darf der Repeater nicht per Kabel an die Fritzbox verbunden werden, da dies zu IP-Adresskonflikten führen kann. Sobald der Repeater nach dem Reset wieder hochgefahren ist, strahlt er ein eigenes WLAN aus. Das Passwort steht bei mir auf der Rückseite und war in meinem Fall 8x die 0. Nun können wir über die Eingabe von fritz.repeater im Browser auf die Oberfläche des Repeaters zugreifen. Als erstes legen wir ein sicheres Passwort für den Repeater fest. Das ist nicht das WLAN-Passwort, dieses Passwort benötigen wir nur für den Zugriff auf die Web-Oberfläche. Im nächsten Schritt startet der Einrichtungsassistent. Wir wählen die Betriebsart LAN-Brücke aus. Die IP-Adresse soll automatisch bezogen werden. Die WLAN-Einstellungen lassen wir unverändert, diese werden ohnehin später mit der Fritzbox synchronisiert. Wir erhalten die Meldung, dass der Repeater nach der Einrichtung die WLAN-Einstellungen von der Fritzbox übertragen bekommen kann. Nun muss der Repeater per LAN-Kabel mit der Fritzbox verbunden werden. Damit der Repeater ins Mesh aufgenommen werden kann, muss an der Fritzbox kurz die Connect-Taste gedrückt werden. Fängt die Box das Blinken an, drücke ich die WPS-Taste am Repeater. Sofort finden sich die beiden Geräte. Im Webinterface sieht man die erfolgreiche Kopplung durch das Erscheinen des Mesh-Symbols. Das WLAN-Passwort und den SSID-Namen holt sich der Repeater nun vom Mesh-Master, also unserer Fritzbox 7500. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo.